Weiß gar nicht, wie viele von Ihnen schon mal bei einer der Veranstaltungen in dieser Reihe dabei waren. Ich erkläre es vielleicht noch mal kurz. Wir haben uns vorgenommen, eine der schwierigsten Übungen, die es überhaupt gibt, wahrscheinlich, nämlich zu überlegen, in welcher Zeit leben wir eigentlich. Wenn man ein bisschen Abstand hat und historisch zurückblickt, dann blickt man vielleicht klarer durch, aber wenn man aufs Platte jetzt schauen muss und auf die Gegenwart, ist es etwas schwieriger. Zumindest wenn Walter Benjamin mit seinem Bild recht hat, dass der Engel der Geschichte ja sowieso immer nur mit dem Blick zurückschauen kann. Und um uns das ein bisschen zu erleichtern, haben wir die Reihe genannt auf der Höhe, Diagnosen zur Zeit. Wir gehen jetzt also mal für 1,5 Stunden ein bisschen auf diesen Jägerstand, wie man bei uns in Süddeutschland zumindest zu sagen pflegte, und gucken uns die Welt so, sagen wir mal, aus ein paar Metern Höhe an. Wir machen das Ganze chronologisch, also haben mit dem Buchstaben A angefangen. Das war schon vor 12 Veranstaltungen. Da hat Dietrich Diederichsen einen fantastischen Vortrag über Authentizität gehalten. Und wir sind inzwischen beim Buchstaben L angelangt und freuen uns sehr drauf. L wie Landlust, was es damit auf sich hat, erkläre ich gleich noch in 3 Sätzen. Und machen dann im April auch schon weiter mit dem Buchstaben M wie Metapolitik, wo Micha Brumlik einen Vortrag halten wird am 4. April. Aber da erinnere ich Sie am Ende der Veranstaltung nochmal dran, zum alten Denken der neuen Rechten. Uns hat das Thema des heutigen Abends sehr interessiert, weil wir in der Tat an verschiedener Stelle diagnostizieren, dass es sowas wie einen gesellschaftlichen Rückzug gibt, dass es auch sowas gibt wie ein Unbehagen mit den Komplikationen und Verwicklungen in modernen Gesellschaften. Und wir sehen diese Rückzüge natürlich sehr stark im Rechtspopulismus, auch im religiösen Fundamentalismus. Und gleichzeitig ist für uns als grünennahe Stiftung, als Heinrich-Böll-Stiftung interessant, inwieweit solche Rückzüge möglicherweise auch gibt in grünen Milieus oder in sehr bürgerlichen Milieus, die sich vielleicht selbst auch als progressiv beschreiben oder als fortschrittlich. Und da traf sich außerordentlich gut, dass Julia Friedrichs heute Abend Zeit hat, die aus unserer Sicht einen sehr beeindruckenden Beitrag geschrieben hat im Zeitmagazin vor ziemlich genau einem Jahr. Julia Friedrichs ist Journalistin, hat Journalistik auch studiert und ist durch eine ganze Reihe hervorragender Bücher uns auffällig geworden, die will ich jetzt gar nicht der Reihe nach aufzählen. Ich will nur vielleicht als kleinen Lesetipp darauf hinweisen, dass Julia Friedrichs unlängst ein Buch geschrieben hat über die Erbengeneration, wir erben und was das Geld mit dieser Generation macht. Auch das wäre ein hervorragendes Thema für unsere Reihe, aber wir können nicht alles machen, also reden wir heute mal über Landlust. Welches Verständnis vom Politischen verbindet sich eigentlich mit dieser Idee des grünen ökologischen Rückzugs? Stimmt diese These überhaupt? Was könnten Treiber sein dieser Landlust, all das werden wir diskutieren, und zwar nachdem wir den Vortrag von Julia Friedrich gehört haben, ungefähr in einer halben Stunde, und Sie sind selbstverständlich eingeladen, mitzudiskutieren, Fragen zu stellen, auch Ihre Meinung kundzutun, sind wir sehr daran interessiert. Ich will abschließend ganz herzlich danken Anne Ulrich von der Grünen Akademie, die diese Veranstaltung hostet, für das unermüdliche Engagement rund um die Grüne Akademie, und Stefan Depping, der leider heute verhindert ist, ebenfalls. Die beiden sind unersetzlich bei der Durchführung all unserer Veranstaltungen, und ganz besonders danken will ich natürlich
Julia Friedrichs, dass sie heute Abend Zeit hat. Und ich bin genauso gespannt wie Sie, was Sie zu uns zu sagen haben. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Dankeschön. So, mal ein bisschen runter. Schild stimmt jetzt nicht mehr, aber gebe ich Ihnen einfach. Ja, vielen Dank, dass Sie gekommen sind, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sie haben schon gehört, ich will Ihnen jetzt eine halbe Stunde was erzählen zu meiner Recherche zum Thema Landflucht oder größer noch Weltflucht, haben wir das damals genannt, und danach vor allem mit Ihnen diskutieren, weil das macht ja eigentlich mehr Sinn, als wenn hier jemand steht und erzählt. Ich will die Rede überschreiben mit dem Satz: Die Welt ist mir zu viel und ich bin mir genug. Das sind die zwei Sätze, mit denen wir auch damals bei der Zeit versucht haben, das Phänomen der Weltflucht zu umschreiben. Eine Epidemie, die junge urbane Großstädter erfasst, genau wie die gut situierten Alt-68er in ihren Landlustidyllen. Eine Epidemie, die verständlich ist, aber trotzdem befremdlich, wirkt sie doch in Teilen wie die Trotzreaktion eines verwöhnten Kindes, das begreifen muss, dass die Welt nicht so nett zu ihm ist, wie es sich erhoffte, aber der Reihe nach. Meine Erkundung der Weltflucht begann vor gut 1,5 Jahren, das war im Sommer 2014. Blickt man aus heutiger Sicht auf dieses Land, wirkt es paradiesisch ruhig. Aber schon damals hatten viele das Gefühl, es braut sich etwas zusammen, die Welt tost, die Welt macht mir Angst. Schon damals umzingelten Kriege Europa in Israel und Palästina, im Osten der Ukraine, im Irak und natürlich in Syrien. An der Grenze zur Türkei wurde gekämpft, hunderte junge Deutsche verließen ihre Heimat, um mit den Truppen des Islamischen Staates im Mittleren Osten Gräueltaten zu begehen. 6000 Kilometer südwestlich davon tötete das Ebola-Virus, seine inzwischen fast vergessene Plage, viele tausend Menschen und versetzte Millionen anderswo auf der Welt in Schrecken. Es war also damals schon so, wie es heute wohl noch viel mehr ist. Man schaute die Nachrichten und wünschte sich manchmal nichts sehnlicher als das eine, die Augen verschließen zu dürfen, die Ohren zuhalten zu können, die Sinne in Watte zu packen und der Welt entfliehen zu können. Viele meiner Freunde erzählen mir, dass diese Sehnsucht seitdem stärker und stärker geworden ist, dass sie abends oft versuchen, alle Nachrichtenseiten zu meiden, aus Sorge, sonst wieder von einer Katastrophe übermannt zu werden, dass sie sich Mühe geben, die Artikel über Terrorverdächtige zu überblättern, dass sie ihre Twitter-Timeline nach neuen Schreckensmeldungen nur schnell überfliegen, in der Hoffnung, die eigenen Gedanken von dem Grauen verschonen zu können. Eine verständliche Reaktion. Ich dachte allerdings vor dieser Recherche immer, dass den meisten klar ist, dass alles Verdrängen nicht hilft, dass wir am Ende doch zurückkehren müssen in die raue, graue, banale und brutale Nachrichtenwirklichkeit. Oder nicht? Diese Geschichte beginnt, wie gesagt, im Sommer 2014 gleich hier um die Ecke in Berlin-Mitte, in der Auguststraße. Sie werden, die meisten von Ihnen werden wissen, wie es da aussieht. Für mich, ich komme aus dem fernen Kreuzberg, war das dann doch noch ganz interessant, das Umfeld sich mal anzuschauen. Als ich da lang spazierte, bügelte eine Frau im Ladenlokal Book Couture handgenähte Bucheinbände. Beim Feinspitz gab es rund geflochtene Lederleinen aus New York und anderes Feines für Hund und Mensch. Und so war auch das Do You Read Me, der Laden, in dem meine Recherche begann, kein Zeitschriftenkiosk, sondern eine kuratierte Boutique für Magazine und Lektüren der Gegenwart. Wer da eintritt, steht unter gut aussehenden Menschen, die in Magazinen blättern oder sich in einem edlen Periodikum festgelesen haben. Die Zeitschriften, die ich damals in einer feinen Jute-Tasche nach Hause trug und die ich Ihnen heute auch mitgebracht habe, wer möchte, kann sich eine mit nach Hause nehmen, waren auf dickem Papier gedruckt, matt in der Farbgebung, erdig im Look. Sie hießen Oak, die Eiche, Cereal, das Getreide, Escape, die Flucht und Weekender, das Magazin für Einblicke und Ausblicke. Und sie überbrachten mir alle dieselbe Botschaft. Sie predigten das einfache, das gebremste Leben, lobten die vergessene Kunst des Papierschnitts, das meditative Zeichnen von Schmetterlingsflügeln, die Makrofotografie von Kakteenblättern. Erzählten Aussteigergeschichten im Dutzend, wie die von einem Paar, das seine Großstadtwohnung verlässt, um in der Mojave-Wüste Kalifornien unter schlichten Bedingungen zu leben. In keinem der Magazine fand sich auch nur ein Spurenelement dessen, was gemeinhin für einen elementaren Teil der Gesellschaft gehalten wird.
Politik und Wirtschaft. Auch Konflikte oder Armut tauchten nicht auf, erst recht keine Kriege. Nichts Schwieriges, nichts Unbehagliches, kein Dreck. Die Verkäuferin, hübsch wie ihre Kunden, sagte, fast jede Woche kämen jetzt neue Hefte wie diese auf den Markt. Europaweit, in Polen, in Skandinavien, in Großbritannien oder den Niederlanden. Look und Themen seien überall die gleichen. In den Händen, sagte sie, hielte ich einen Megatrend. Ich zweifelte. Das war, wie gesagt, im Sommer 2014. Im Herbst zweifelte ich schon nicht mehr. Jetzt musste ich nicht mehr nach Berlin-Mitte fahren. Andere Verlage hatten ähnliche Weltfluchtmagazine für die Masse auf den Markt geworfen. Sie füllten nun sogar die Regale in profanen Kiosken am Bahnhof, am Flughafen. Da, wo auch die Gala verkauft wird, freute sich eine junge Heftkäuferin. Sie war Designstudentin mit der Mission, Wildkräuter wieder populär zu machen. Während die Auflagen der Tageszeitungen sanken und sanken und auch Spiegel, Stern, Fokus und die Zeit um Leser kämpften, wussten die Macher dieser Zeitschriften nicht, wohin mit ihrem Glück. Flow, das Magazin für Achtsamkeit, positive Psychologie und Selbstgemachtes aus dem Verlag Gruner und Jahr, hatte gerade die Auflage auf 220.000 Hefte erhöht. Das ist verdammt viel. Und auch die Emotion Slow, Motto mehr Zeit fürs Wesentliche, die der relativ kleine Emotion Verlag herausgibt, hob gerade die Auflage zur zweiten Ausgabe auf 60.000 Hefte. Sinja Schütte, die Chefredakteurin der Flow, die ich damals traf, sagte, als uns die Hefte derart aus der Hand gerissen wurden, war ganz schnell klar, dass da etwas Großes brodelt. Dass sich da draußen wirklich etwas tut. Dass es ein Trend ist, der weit über die Flow hinausgeht. Sie meinte, der Verkaufserfolg der Magazine sei bloß die Spitze des Eisbergs. Unter der Oberfläche verberge sich weit mehr. Ein neuer Zeitgeist. Tatsächlich neu? Wer sich in die Magazine vertieft, der fühlt sich zurückversetzt in ein Mädchenzimmer aus früheren Zeiten. Alles wirkt sanft und lieblich, viel Handgezeichnetes, kleine Bildchen, Drucke von Blättern und Wolken. Verwundert trennte ich damals die kleinen Beigaben heraus, ein Ausmalbuch für Erwachsene. Damals hat man sich noch gewundert, inzwischen ist das ja einer der Trends im Buchhandel. Darin zarte Blumen, ein Fink oder gestempelte Sinnsprüche. Postkarten mit Fotos von Luftballons, Papierdrachen und Teetassen. Ein Set aus Mach dir keine Sorgenkarten für den Nachttisch. Eine heile, warme, ängstliche, ganz und gar apolitische Haltung kam mir da entgegen. Gibt es wirklich eine solche neue Jugendbewegung? Raus aus der Welt, rein ins kuschelige Heim? Eindeutig, bestätigte Klaus Huchelmann, Soziologe und seit 12 Jahren Autor der Deutschen Jugendstudie. Die Sehnsucht nach einem Rückzugsort, nach Halt ist ein Charakteristikum der jüngeren Generation, sagte er. Die jungen Menschen sind einerseits hypermodern, flexibel und leistungsbereit. Gleichzeitig hat eine Mehrheit dieser Generation den tiefen Wunsch nach Erdung. Der Bausparvertrag, sagte Huchelmann als Beispiel, sei unter Jüngeren wieder extrem beliebt. Wenn wir nach dem Grund fragen, hören wir, ich möchte später ein Häuschen mit Garten, eine Familie, einen kleinen Hund. Alles sehr biedere Sehnsüchte, sagte Huchelmann, und dennoch wirken sie vielen jungen Menschen unerreichbar. Das Psychologenteam des Forschungsinstituts Rheingold aus Köln hat kürzlich in 102-stündigen Interviews junge Erwachsene nach ihren Wünschen und Überzeugungen befragt. Das Ergebnis auch hier: Angesichts einer als zerrissen und brüchig erlebten Lebenswirklichkeit sehnt sich die Jugend nach Stabilität. Sicherheit und Kontrolle findet sie in der Flucht in eine abgesteckte, verlässliche Biedermeier-Welt, so die Forscher. Ob Schrebergarten, Schrankwand oder Beamtenlaufbahn. All das, was die Jugendlichen der 70er Jahre noch aufbrachte, was ihnen Symbol einer bornierten, betonierten Welt war, wirkt in den Augen der Jungen heute begehrenswert. Das sagte der Studienleiter Stefan Grünewald. Das Lebensgefühl, mit dem die Jüngeren aufgewachsen sind, ist ein ganz anderes, sagte er. Früher wirkte die Welt vernagelt, heute ist sie instabil. Nicht nur die Jugend, auch die Älteren, die zwischen 40 und 60, fühlen sich offenbar bedrängt von den globalen Schrecken. Die Zeitschrift Landlust, sozusagen das Zentralorgan der Eskapisten, hat in den vergangenen 5 Jahren an Auflage zugelegt wie kein Blatt sonst.
Zuletzt verkauften sich pro Ausgabe sensationelle 1.011.000 Hefte. Im Vergleich zu 2009 ist das ein Plus von 87,3%. Auch in Landlust dreht sich alles um Garten, Küche und Natur. Viele von Ihnen werden das kennen. Die Sprache ist freundlich, Konflikte gibt es nicht. Man habe es, sagte die Soziologin Cornelia Kopetsch, Autorin des Buches Die Wiederkehr der Konformität, seit einigen Jahren mit einem neuen Mentalitätstypus zu tun, dem sich immer mehr Menschen öffneten. Auch sie war überzeugt, bei den Wertvorstellungen findet ein Rückzug aus dem öffentlichen Leben statt. Die Mentalität des neuen Jahrhunderts, die Mentalitäten des neuen Jahrhunderts weisen mehr Ähnlichkeiten mit der Moral der 50er und 60er Jahre auf, sagte sie, als mit der postmodernen Vielfalt der 80er. Ein neuer Zeitgeist also? In soziologischen Studien greifbar, von Zeitschriftenmachern identifiziert, noch namenlos, noch gesichtslos, beschrieben als Mentalitätstypus, als generationelles Charakteristikum, als Massenflucht in den Biedermeier. Das fasst den Trend. Hinter den Zahlen aber verbirgt sich, was eigentlich zählt, was mich interessiert. Das Leben vieler Einzelner, die sich nicht kennen, die aber auf erstaunliche Art ähnlich ticken. Es sind Menschen wie Amber Riedel. Sie ist ein zartes Wesen in hauchdünner Seidenbluse, die langen braunen Haare fallen glatt. Amber ist 33. Sie hat in Kanada Politikwissenschaften studiert. In ihrem ersten Job bei Transparency International wagte sie sich vor in die Untiefen unserer beschädigten Welt und half, Korruption aufzudecken. Heute macht sie was anderes. Sie bietet Nähstrick- und Häkelkurse im Internet an und als smartes Extra für ihre jungen Kundinnen Pappboxen, in denen alles bereit liegt, was man braucht, um sich spontan pulswärmer zu stricken, ein Sommerkleid zu nähen oder ein Stoffmeerschweinchen zu basteln, das Flo begeistert abdruckte. Jede Zeitschrift auf meinem Stapel singt es das Loblied der Handarbeit. Stricken, nähen, häkeln, backen, kochen, genau wie Gärtnern und Einkochen, reparieren und schmücken. Die Handarbeitsbranche ist im vergangenen Jahr massiv gewachsen und machte einen Umsatz von 1,3 Milliarden Euro. Laut einer GfK-Umfrage stieg vor allem der Anteil der jüngeren Handarbeiterinnen. Zurzeit liegt er bei fast einem Drittel. Amber Riedels Firma hat ein Jahr nach der Gründung bereits 14 Mitarbeiter eingestellt und 1 Million Euro Kapital eingesammelt. Hunderttausende Nutzerinnen präsentieren auf der Internetseite des Unternehmens ihre schönsten selbstgestrickten Schals und feinsten Torten. Die meisten sind zwischen 25 und 45, stehen also mitten im Leben. Viele unserer Kundinnen suchen die Handarbeit als Beruhigungsfaktor, um sich für einen Augenblick aus der Welt zurückzuziehen, sagt Amber Riedel. Sie haben das Gefühl, mir fliegt alles um die Ohren. Ich kann so wenig bewirken. Wenn ich aber ein Nähprojekt habe, dann weiß ich, es hat einen Anfang und ein Ende. Ich weiß, wo ich stehe und wann ich fertig bin. Sie zeigt mir Leserbriefe. Ich hatte nach mehreren Jobs in Werbeagenturen als Kommunikationsplanerin einen Burnout. Ich musste aufhören zu arbeiten. Die Therapeutin riet mir, etwas mit den Händen zu machen. Ich buk Brot, kochte Marmelade, spielte ein Instrument und fing dann wieder an zu nähen. Oder nach außen hin immer hilfsbereit, gut gelaunt und mit einem Scherz auf den Lippen, ist hinter der Fassade bei mir doch ziemlich vieles, was vor sich hin brodelt, mich beschäftigt, mir Sorgen macht. Ich genieße die Ruhe, die das Spinnen am Spinnrad mir gibt. In einem gelben Backsteinhaus in Berlin-Friedrichshain. Sarina Hassine, 37, Brille, blonde Locken, schließt die Augen. Sie kniet im Fersensitz, die Füße stecken in Hüttensocken, die Flammen dreier roter Kerzen leuchten hinter ihr in den Fenstern. Draußen fahren Autos auf einen Supermarktparkplatz, im Parterre ist gerade Abholzeit in einem Kindergarten. Doch diese Welt, die Welt hinter den Scheiben, soll hier niemanden interessieren. Mindfulness ist neben der Handarbeit das andere große Thema der Zeitschriften. Sarina Hassine atmet ein, reckt den Kopf und sagt, lass. Sie atmet aus, ihr Körper sackt zu Boden, sie sagt, los. Drei Frauen sitzen vor ihr auf Schafswollmatten und atmen im Takt. Eine halbe Stunde lang sind sie still, versuchen an nichts zu denken als den Strom der Luft, der sie durchfließt. Sarina Hassine ist Achtsamkeitstrainerin. Sie ermuntert, auch die Zeitschriften ermuntern die Leserinnen, dankbar zu sein für Glücksmomente, bewusst zu atmen und wenn der Alltag zu wild wird, zu einer Tasse Tee.
In den USA ist Mindfulness die große Sache. Google gilt als Vorreiter, bietet den Mitarbeitern seit langem ein Programm an, in dem sie im Innern nach Antworten suchen können. Search Inside Yourself heißt der Achtsamkeitskurs der Firma. Ziemlich lustig für den Anbieter einer Suchmaschine. Die Mindfulness-Programme verbreiten sich auch außerhalb des Silicon Valley. Goldman Sachs, Nike oder die Supermarktkette Target lehren ihre Mitarbeiter innezuhalten, Luft zu holen. Jetzt ist die Achtsamkeitswelle auch bei uns angekommen. Die Nachfrage nach Kursen ist enorm. Seit kurzem unterrichtet Hasine auch Grundschulkinder. In ihr 8-Wochen-Programm Mindfulness-Based Stress Reduction kämen aber vor allem junge Frauen, Ende 20, Anfang 30. Zuerst schreiben sie immer auf Zettel, warum sie hier sind. Ich suche Klärung und Orientierung. Ich hoffe, Strukturen und Menschen weniger ausgeliefert zu sein. Ich brauche klare Gedanken, weniger innere Unruhe. Über Generationen kämpften die Jungen dafür, frei zu sein. Heute scheinen sie der zahllosen Optionen müde. Überdrüssig einer Welt, in der alles geht und alles sie treibt. Der Lärm des Alltags lenkt uns vom Wesentlichen ab, sagt Sarina Hasine. Was kann ich noch machen? Wen kann ich noch treffen? Zu allem und jedem gibt es Alternativen. Da wächst das Bedürfnis, eine eigene Stimme zu finden, die sagt, das ist es, was du wirklich möchtest und das ist es, was du brauchst. So war es auch bei ihr. Sarina Hasine hat Literaturwissenschaften studiert und war Regieassistentin beim Film. Da gibt es viel Druck. Wenn man keine Grenzen setzt, ruft ein Regisseur auch nachts um 2 an. Mich haben viele Sachen traurig gemacht, erinnert sie sich. Zum Beispiel habe ich die Zeitung aufgeschlagen oder den Fernseher angestellt und gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was ist hier bloß los? Sarina dachte zunächst daran, auf politischem Wege zu ändern, was sie bedrückte, bei Amnesty International oder bei Greenpeace. Dann entschied sie sich anders und suchte die Lösung in sich selbst. Ich habe begriffen, dass ich draußen nur etwas erreichen kann, wenn ich mich vorher mit mir selber beschäftige, sagt sie. Wenn ich einen klaren Geist habe und weiß, wie ich mit meinen Ängsten umgehe, meinen Körper nicht erschöpfe. Sie ist überzeugt, so am Ende mehr zu bewegen. Wenn der Einzelne sich verändert, sagt sie, ist schon viel getan. Es ist wie ein Tropfen, der eine Welle auslöst, die dann immer größer wird. Ich glaube, so meinen Beitrag zu leisten. Ein Meinungsforschungsinstitut, das im Auftrag der Bundesregierung 500 Studenten befragte, befand, diese seien unpolitischer als die Generation vor ihnen. Der Studentensurvey der Uni Konstanz bilanzierte, das Interesse am öffentlichen Leben habe stark abgenommen. Der Soziologe Klaus Hurelmann sagt, diese Generation fühle sich in keiner Weise verpflichtet, öffentliche Aufgaben auf Dauer zu übernehmen und das Gemeinwesen mitzugestalten. Sie geht auch deutlich seltener wählen. Sie meidet Parteien und Gewerkschaften, eigentlich alle politischen und öffentlichen Organisationen, auch Jugendorganisationen von Verbänden und Vereinen. Dabei, ergänzt Hurelmann, und das ist ihm wichtig, seien die Jungen keineswegs unengagiert oder desinteressiert, wie es so oft heißt, aber eben in erster Linie fokussiert auf das eigene Umfeld, auf Familie und Freunde. Der Befund scheint klar. Bloß um die Interpretation zanken sich die Soziologen. Ist der Rückzug der Jungen eine Flucht aus der Verantwortung? Oder ist es ihr Weg, die Mängel der Welt zu beheben? Ist es tatsächlich ein neuer Biedermeier? Oder im Gegenteil, der Beginn einer gesellschaftsverändernden Bewegung? Ein zittriges Pong hallt durch einen Saal mitten in Berlin. Die Slow Living Conference, die erste deutsche Konferenz für Entschleunigung, Einfachheit und Nachhaltigkeit, wird mit sanftem Schlag auf die Klangschale eröffnet. Um mich herum ein junges Großstadtpublikum, in der Mehrzahl weiblich, viele von ihnen, das höre ich in der Pause, Leserinnen der Zeitschriften Flow und Emotion Slow. Letztere liegt auf jedem Tisch aus. Vorne steht Ragnar Villa, bärtig Konsumsoziologe. Slow Living ist in den USA schick und trendy, sagt er ins Publikum. Und wir wollen diesen Trend nach Deutschland holen. Er lächelt. Fühlen Sie sich entschleunigt. Er bemüht ein schönes Bild. Wir strampeln auf rutschenden Abhängen. Bleiben Verlangsamung und Rückbesinnung, Rückzug als einzig gesunde Reaktion. Wir fragen nach der Seele, nach der Essenz der Dinge, sagt Villa. Was früher glänzte, ist heute matt. Still sein, stillstehen, still sitzen ist Luxus. Hier lerne ich nun, wie man im Geiste der Slow-Living-Bewegung die Welt verändert.
Ein junger Mann führt eine App vor, die stundenweise das Smartphone blockiert, um der permanenten Erreichbarkeit zu entfliehen. Ein anderer erklärt, wie er sich beigebracht hat, Holzbrillen mit der Hand zu fertigen. Wir müssen alle wieder lernen, Dinge selber zu machen, höre ich. Ein Zwillingspaar stellt seine Modellkollektion vor, gefertigt aus nachwachsenden und veganen Materialien. Der Weg, um die Natur- und menschausbeutende Modeindustrie zu umgehen, erfahre ich. Ich frage nach dem Preis der Brille, 800 Euro, und die nachhaltige Hose, 300. In der Pause trete ich meinen Wildkräutersnack noch in der Hand auf die Straße und stehe in der Realität des Berliner Viertels. Eine großflächig tätowierte Frau schiebt einen Buggy vorbei, eine Alte mit blauädrigen, angeschwollenen Beinen schlurft über den Bürgersteig, ein Mann hält sich an seiner Sternburg-Bierflasche fest und brüllt in sein Handy. Ist das der Weg, etwas Neues zu schaffen? Handgemachte Brillen, vegane Hosen, die mehr kosten, als die Menschen draußen vor dem Kongresszentrum im Monat zum Leben haben? Ist das Slow Living und Mindful Programm nichts als ein elitäres Projekt? Ich denke an einen Freund, der manchmal böse zischt, fucking first world problems. Sarina Hassine, die Achtsamkeitstrainerin, sagt dazu, natürlich ist es das Privileg einer Luxusgeneration. Die Kriegsgeneration, auch die Nachkriegsgeneration, hatte mit existenziellen Nöten zu kämpfen. Es war nicht die Zeit, sich derart mit sich selbst zu beschäftigen. Aber ich finde es toll und so wertvoll, dass wir diesen Luxus haben. So können wir vielleicht Verhaltensweisen, die uns schaden, tatsächlich ändern. Ich weiß nicht. Und wie liest du die Zeitung? Hieß ein Text in der dritten Ausgabe von Flow. Darin beklagt die Autorin, dass sie nach der Lektüre von Artikeln, die von Geschehnissen außerhalb des Flow-Kosmos handelten, stets gedämpfter Stimmung sei. Amokläufe, Erdbeben und der Dow-Jones-Index auf Talfahrt, schreibt sie, egal welche Zeitung man aufschlägt, sofort sind wir mit beängstigten, brutalen und traurigen Nachrichten konfrontiert, beschwert sie sich. Auch wenn wir eigentlich fröhlich und entspannt mit einer Tasse Tee am Küchentisch sitzen, ja, und auch über Kämpfe, Kriege und Seuchen, über die Toten vor Lampedusa und in Kobane wird ständig berichtet, ließe sich die Klage erweitern. Die Flow-Autorin rät, die negativen Seiten des Lebens zu übertünchen, sich zurückzuziehen und in einem Heftchen glückliche Momente zu notieren. Zum Beispiel, ich hatte ein schönes Gespräch mit meiner Freundin. Meine Tochter hatte eine 2 in Erdkunde. Ich bin froh, dass ich gesund bin. In diesem Moment habe ich genug von den Artikeln. Wer solche Artikel liest, kann plötzlich genug kriegen von all den Anleitungen zur Weltflucht. Die Sehnsucht nach Meditation in allen Ehren. Ist es nicht zynisch, den Opfern von Gewalt vorzuhalten, sie mögen doch aufhören, uns mit ihrem Sterben zu belästigen? Ist es nicht wie bei Kindern, die die Augen zudrücken und hoffen, die Schrecken mögen verschwinden? Wer auf diesem Globus, jenseits der Landesgrenzen von Deutschland, kann sich eine solche Realitätsverweigerung erlauben? Und was nützt jenen Menschen, deren Länder gerade implodieren, sich auflösen oder von der Landkarte getilgt werden, eine 2 in Erdkunde? Edgar Allan Poe erzählt in seiner Novelle Die Maske des roten Todes von der Vergeblichkeit des Eskapismus. Sie handelt vom Prinzen Prospero, der glaubt, dem roten Tod, einer Pest, die im Land wütet, entkommen zu können. Gemeinsam mit Gleichgesinnten zieht er sich in eine Abtei zurück, umschlossen von Mauern, geschützt von eisernen Toren, versorgt mit Leckereien und Luxusartikeln. Die Welt da draußen mochte für sich selbst sorgen, heißt es. Doch eines Nachts, als die Bewohner einen rauschenden Maskenball feiern, schleicht eine Gestalt durch die Gänge, niemand kennt sie, niemand weiß, wie sie hereingekommen ist. Sie trägt das Kostüm einer Pestleiche. Die Gesellschaft ist schockiert, die Gestalt lässt sich nicht ergreifen, nicht töten. Es ist die Pest selbst. Weder Mauern noch Tore konnten sie abhalten. Es ist ein drastischer Text mit einem klaren Fazit. Es gibt kein Entkommen von der Wirklichkeit. Damals, vor gut einem Jahr, schloss ich meine Erkundungen des Eskapismus mit folgendem Fazit. Es wird nicht funktionieren, schrieb ich. Das Bedrohliche wird seinen Weg auch in das Leben der Abgeschotteten finden. Die Verzweifelten kommen mit Booten übers Meer, die Panzer formieren sich im Osten, der Wasserspiegel steigt auch an der Nordseeküste. Und wer sich weigert hinzusehen, könnte dereinst selbst zu denen gehören, die in Lumpen auf der Flucht sind. Nun ist die Welt schneller zu uns gekommen, als die meisten damals gedacht hatten. Es ist zu dem gekommen, was Wolfgang Schäuble mit leicht sarkastischem Unterton als Rendezvous unserer Gesellschaft mit der Globalisierung beschrieben hat.
Wir haben den Kokon, in dem wir gewohnt haben, immer dicker gesponnen, schreibt Zeitautorin Elisabeth Räther. Jetzt ist er aufgebrochen und wir blinzeln ins Licht. Seit Monaten recherchiere ich für einen Film zum Thema Flüchtlingsunterbringung. Manchmal, wenn ich wieder staune, mit welcher Rigorosität und welcher Vehemenz manche Menschen sich dagegen wehren, dass andere hier Schutz finden, habe ich den Verdacht, dass viele in Wahrheit den Flüchtlingen genau das vorwerfen. Dass sie uns zwingen, den Kokon aufzubrechen. Dass sie uns nötigen, einzusehen, dass die Strategie, die Prinz Prosperos Leute wählten, sich hinter Mauern behaglich zu fühlen, wenn ringsrum das Elend herrscht, nicht taugt. Dass sie uns nötigen, einzusehen, dass viele unserer Probleme, so ernst sie uns scheinen mögen, die Probleme von Menschen sind, die in extremem Ausmaß um sich kreisen, weil es ihnen möglich ist. Sie stören mit der Flucht in unsere Weltflucht. Sie machen es uns schwerer, die Krisen, die Konflikte weiter zu verdrängen. Ich will das nicht mehr sehen, sagt eine meiner Bekannten. Ich verfolge jetzt gar keine Nachrichten mehr. Stattdessen beschäftigt sie sich nun intensiv mit urzeitlicher Ernährung und horcht noch intensiver hinein ins eigene Ich. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja? Ja, liebe Julia Friedrichs, vielen herzlichen Dank. Ich glaube, dem Publikum ging es wie mir auch. Wir haben sehr gebannt zugehört und bin auch sehr dankbar für diese, sagen wir mal, sehr verdichtete und zugespitzte Beschreibung, der ich sehr viel abgewinnen kann. Trotzdem ist es meine Aufgabe als Moderator, jetzt noch mal ein bisschen nachzubohren. Weil natürlich für jemand, der hier, ich erwähnte das ja eingangs schon, sich in der Grünen Stiftung bewegt, natürlich auch so ein bisschen die Zwischentöne interessieren. Deswegen stelle ich mal im Staccato ein paar Fragen und guck mal, ob das jetzt noch ein bisschen Schärfe reinbringt. Also eine Sache, die mich interessieren würde, ist, woher nimmt man eigentlich seine politische Kraft und seinen politischen Kampfeswillen, wenn man nicht auch irgendwo guckt, wo man sozusagen auftankt und seine Kraft hernimmt? Ja, das ist ja, glaube ich, ein ganz normaler Prozess, also dass man abschaltet, dass man sich zurückzieht. Das brauchen Menschen und das machen Menschen immer. Und ich weiß, dass es auch das ist, was man dieser Diagnose entgegenhält, dass man sagt, was ist denn schlimm daran, wenn Menschen das brauchen, um aufzutanken. Und ich habe ja auch viel erklärt, dass ich es gerade bei Jüngeren verständlich finde. Also ich finde gerade meine Generation ist auf einem Arbeitsmarkt, den viele als brutal, als übergriffig, als entgrenzt empfinden. Wir sind die erste Generation, die versucht, dieses Projekt Familie und Beruf einigermaßen irgendwie unter einen Hut zu bringen, die das ernsthaft versucht. Und gleichzeitig müssen wir damit klarkommen, dass das, was die Generation meiner Eltern prägte, Stabilität und Sicherheit, vor allem für die, die auch einen Hochschulabschluss haben, dass das alles nicht mehr gilt. Das heißt, ich finde das alles höchst verständlich und natürlich hat jeder Mensch das Recht und soll auch quasi Momente des Innehaltens und des Luftholens haben. Für die einen ist es Fußball gucken, für die anderen ist es eben häkeln. Dagegen ist nichts einzuwenden. Ich glaube, was wir hier allerdings sehen können, ist was darüber hinausgeht, dass nämlich vor allem das bürgerliche Milieu privatisiert und sich privat ins Private zurückzieht und für sich beansprucht, damit schon genug getan zu haben. Also man kennt das aus Studien, die sich zum Beispiel mit Käufern von Bio-Lebensmitteln beschäftigen, wo man weiß, dass die Leute, wenn sie aus dem Bio-Supermarkt kommen und dann sind sie mit Armut konfrontiert, zum Beispiel seltener was geben, weil man meint, man hat das moralische Konto ist quasi gut gefüllt. Und ich glaube, das ist was man da gut beobachten kann, dass quasi gesagt wird, das reicht, was ich da tue. Wir sind ja jetzt ein Jahr nach Ihrer Recherche damals. Also eine der ersten Fragen, die mir jetzt nochmal in den Kopf kam, war, wie passt denn jetzt Ihre Beschreibung mit einer ganz anderen Beschreibung zusammen, nämlich, dass wir gerade sozusagen im linksliberalen Bürgertum gerade ein sehr, sehr hohes Maß an
zivilgesellschaftlichem Engagement für Flüchtlinge und Migranten haben. Also ich habe jetzt auch nochmal in der Hinsicht nochmal quasi nachgefragt, auch meine Experten quasi, ist das jetzt alles hinfällig? Und der Hurelmann, den ich zitiert habe, der sagt, nee, das passt halt schon sehr, sehr genau ins Bild, weil wir ja genau wissen und auch immer gesagt haben, dieser Vorwurf, der gerade den Jüngeren gemacht wird, ihr seid uninteressiert und ihr interessiert euch für nichts, der ist eben falsch und der war auch schon immer falsch. Und was wir jetzt gesehen haben an dem Engagement, das war ja, dass Menschen sehr befriedigt und sehr tatkräftig da sich eingesetzt haben, wo sie konkret was tun konnten in ihrem Nahumfeld. Und ich war jetzt gerade zum Beispiel in Nordhessen für eine Filmrecherche und da sieht man, dass das ja vor allem da klappt, wo eben auch diese persönliche Beziehung aufgebaut werden kann und dann eine ganze Kleinstadt eben die Integration von Flüchtlingen mit bewundernswertem Engagement trägt. Aber alle, mit denen ich geredet habe, haben gesagt, dass wir daraus eben nicht sehen können, dass dieses langfristige politische und quasi politikpolitische Engagement wieder zunimmt. Also es gibt keinen Turnaround bei den Mitgliedschaften in den Parteien und auch nicht bei den Verbänden. Selbst jetzt das Rote Kreuz hat keinen neuen Mitgliederzustrom. Also die Verbindlichkeit ist trotzdem noch nicht da. Ich bin gerade bei den Maltesern eingetreten, fällt ja, mir super. Auf. Antizyklisch, das ist immer gut. Naja gut, ich hab diesen Anti-Institutionalismus sowieso nicht, aber würden Sie zugestehen, dass dieser Einbruch der Realität, nennen wir es mal so, vielleicht zumindest so ein leichtes Resozialisierungsprogramm für diese eskapismusgefährdeten Menschen sein könnte? Ja, also ich glaube, man sieht halt schon beides, aber man sieht eben auch die Gegenbewegung und das ist ja auch das, dass Menschen, das erleben wir zum Beispiel bei der Zeit sehr stark, dass Menschen sich wirklich noch vehementer über politische Titelgeschichten beschweren und sagen, Mensch, muss es denn immer diese schlechten Nachrichten sein? Mensch, muss es denn das immer sein? Und so ein bisschen dieses, ich will damit eigentlich nichts mehr zu tun haben, ja auch ein Gefühl ist, was parallel um sich greift. Was mich nochmal interessieren würde, wäre wirklich jetzt diese Schnittstelle zum politischen Selbstverständnis. Ich glaube, dass das jetzt auch in diesem linksalternativen und grünen Spektrum ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Und was mir da stark in den Sinn kommt, ist, dass wir ja in gewisser Weise so eine Bewegung von Engagement, Enttäuschung schon mal hatten, da war ich zu klein, um das noch leibhaftig zu verfolgen, aber ich habe mich da relativ intensiv befasst. Wir hatten ja diesen 68er Aufbruch auch mit seinem sehr starken Zukunftsoptimismus, wir verändern die Welt, wir verändern die Institutionen, eigentlich auch noch mit einem sehr staatsbezogenen Verständnis und wir hatten dann 10 Jahre später so Schlagworte wie neue Innerlichkeit, auch diese ganze Neo-Esoterik damals schon, wenn man sich so eine Person wie Rudolf Barrow anguckt, der schreibt, ich weiß nicht, ob das jemand im Saal noch bekannt ist, ein Buch Die Alternative zum Sozialismus, 10 Jahre später rennt er bei Bakwan rum, gründet eine Landkommune und ich will es jetzt gar nicht ins Lächerliche ziehen, auch wenn mir persönlich schwerfällt, es nachzuvollziehen, aber was da ja im Prinzip passiert ist, ist, dass man gesagt hat, wir können diese großen institutionellen Räder gar nicht drehen. Wir kommen da an diese Veränderungsprozesse, wenn wir ehrlich sind, gar nicht ran. Und daraus entstand ja dann sehr stark dieser Grassroots-Idee, do it yourself, wir machen das im Kleinen und wenn es alle im Kleinen machen, ist es auch was Großes. Ich meine, Mahatma Gandhi hat es ehrlich gesagt auch nicht anders formuliert. So, jetzt, das gibt es übrigens auch in der rechten Spielart. Ich meine, die Tea Party versteht sich auch als Grassroots-Bewegung mit ganz anderen Inhalten. Aber wie ernst zu nehmen ist denn dieses Momentum, wenn viele im Kleinen sozusagen diese politischen Ansprüche realisieren, bewirken wir vielleicht mehr, als wenn wir sozusagen uns die ganze Zeit mit diesen großen Rädern befassen. Wie ist das wirklich unpolitisch oder ist das ein anderes Politikverständnis oder ist es das Falsche? Also erstmal ist das natürlich ernst zu nehmen. Und das ist ja das, was auch, also ich habe jetzt 2 der Menschen erwähnt, die ich damals getroffen habe, das ist ja auch das, was alle für sich beansprucht haben. Die haben ja eben nicht gesagt, die Welt ist mir egal,
Und deshalb konzentriere ich mich erstmal auf mich, sondern sie haben gesagt, die Welt ist mir zu viel und zu kompliziert und zu undurchsichtig. Und deshalb konzentriere ich mich erstmal auf mich. Und das ist, glaube ich, ein Trend, den wir ja vielerorts sehen. Das heißt, erstmal das Nahumfeld in Ordnung bringen, sich selber, mit sich selbst im Reinen sein, vielleicht den absoluten Nahbereich der Freunde und der Familien. In allen Jugendstudien, die man sieht und liest, ist das absolut Prioritäre. Ich, meine Freunde, meine Familie, mein absolutes Nahumfeld. Und das ist auch erstmal nichts, wo man sagen kann, das ist falsch. Ich glaube halt nur, dass diesem Trend ja schon die Gefahr des absoluten Narzissmus irgendwie innewohnt. Also dass man dann eben so sehr um sich und seine eigenen Bedürfnisse und diesem ich muss mit mir selbst im Reinen sein und mir selbst auf jede Regung des eigenen Ichs quasi horchen und das dann versuchen erstmal in Einklang zu bringen, dass ich die Sorge habe, dass man nie dazu kommen wird, sich noch der großen Welt zuzuwenden und dann eben quasi da stecken bleibt in diesem Moment. Und ich habe halt die Überzeugung, dass es ohne die großen Institutionen Politik nicht gehen wird. Also, dass man es trotzdem braucht. Man braucht Menschen, die auch sich mit großen Fragen beschäftigen, mit Ungleichheit in diesem Land, mit Verteilungsfragen. Das ist nichts, was man über, wie fühle ich mich und was kann ich da tun und was kann ich da in meinem Nahumfeld machen, geregelt kriege. Und deshalb habe ich schon da eine große Skepsis und glaube, dass das also viele sagen und nehmen denen das auch erstmal ab, aber man kann es eben nicht sehen. Die Menschen, mit denen ich damals gesprochen habe, die haben gesagt, dass sie glauben, dass die Gruppe derer, wo das wirklich ein explizit politisches Handeln hat, also es gibt ja auch eben die Bewegung, dass man sagt, das ist antimaterialistisch und wir stellen alles wieder selber her, um quasi dem Kapitalismus ein Schnippchen zu schlagen, die wird in dieser Gruppe auf etwa 5-10% geschätzt. Also die gibt es auch, die halt quasi sagen, Konsumkritik und so weiter, aber ich glaube, die ist klein, aber damit natürlich nicht komplett zu negieren. Also die steckt da sicher mit drin. Zumal ja etwa eine Verklärung von Manufakturen oder Handarbeit auch sehr restaurativ anmutet. Ich bin im Großen und Ganzen bei Ihnen und will deshalb gerne mal umgedreht fragen, wenn es so ist, zumindest für bestimmte Milieus, wie Sie das beschreiben, was machen wir denn jetzt? Also wie könnte denn ein realistischer Weg aussehen von Repolitisierung? Denn die Diagnosen sind ja schön, aber eigentlich brauchen wir sie ja nur, um über Auswege und Pfade zu sprechen. Also haben Sie Ideen für uns? Also ich bin Reporterin, da kann man sich immer darauf zurückziehen, dass man mit der Diagnose quasi den Beruf schon erfüllt hat. Ich weiß, das ist immer enttäuschend. Ich glaube, diese Frage ist zu komplex, als dass man jetzt sagen könnte, so macht man es. Es gibt die sagen, es muss uns erst hier schlechter gehen, damit wir quasi begreifen, wieder politisch zu handeln. Diese Verelendungsthese, dann werden auch wir irgendwie merken, dass Soja Latte halt nicht der wichtigste Punkt ist, um den man kreist. Ich hoffe, dass es vorher geht und ich glaube auch, dass es ja jetzt schon sehr viele Probleme gibt, die sich anzufassen lohnen. Es gibt wobei, so ein bisschen, wobei, es gibt wenn so, ich das ja. kurz mal, ich meine, der Eskapismus, das muss man hier in Berlin ja mal sagen, ein Freund von mir dreht gerade eine Serie über Ende der Weimarer Republik. Ich meine, der Eskapismus und die Weltflucht hat natürlich seinen Peak eigentlich da, wo die Leute schon wissen, genau wie in Ihrem Bild von Prinz Prospero, von Poe, ja. Wenn Sie schon wissen, dass die Pest an der Tür klopft. Also insofern wissen Sie es ja wahrscheinlich schon. Ja, aber wenn sie dann drin ist, dann müssen sie halt dann doch irgendwie handeln. Und das ist ja eine These, die es gibt quasi, die Probleme müssen noch dringlicher sein und dann wobei, dann wenn die Pest durch die Tür ist, ist es zu spät. Aber
Es gibt, also wenn man mit den Soziologen spricht, vielleicht ist das ihre These der generationellen Abfolge, dass sie sagen, wenn wir uns die ganz Jungen angucken, die 12- bis 18-Jährigen, dann erleben wir da eine andere ganz anderen Generationscharakter. Da wird dann beschrieben, das ist eher eine neue Ernsthaftigkeit, das ist eine leichte Repolitisierung, wobei das noch mit Vorsicht genossen wird. Vielleicht muss man auf die warten. Vielleicht muss man aber auch seinen Mitmenschen, die man kennt, sagen, Leute, das reicht nicht. Wenn es euch ernst ist mit der Welt, dann müsst ihr auch aus eurem Idyll wieder rauskommen. Weil ich sehe schon die Gefahr, dass man eben, wenn man sich auf der Scholle einmal schön gemacht hat, dass man die Tendenz hat, die dann auch schützen zu wollen und irgendwie diese Mauern tatsächlich hochzuziehen. Und sei es nur innerliche Mauern. Wir haben ja in diesem Milieu, was ich beschrieben habe, schon die Tendenz, sich abzugrenzen von anderen, sich abzuschotten, gerade was irgendwie Bildungsfragen und sowas angeht, quasi dicht zu machen. Und das, glaube ich, muss man einfach herausfordern, indem man sagt, wenn ihr das mit progressiven Positionen ernst meint, dann müsst ihr in die Welt reingehen und euch nicht irgendwie zurückziehen in euer Ich. Das wird nicht taugen. Also vielleicht Zuspruch, Aufklärung, wie immer Sie es nennen wollen. Zumal das ja wahrscheinlich ein Trend ist, der durch alle Generationen geht und nicht jetzt eine Generation ausschließlich berührt. Ne? Selbst wenn Sie sich eine bestimmte Alterskohorte besonders angeschaut haben. Ja, wobei man sagen muss, dass man da schon einen Wandel beobachten kann. Also die Generation der Alt-68er, denen man ja jetzt ihren Rückzug vorwirft, da kann man schon sagen, dass da einfach der Politisierungsgrad, als die in dem Alter 20 bis 35 waren, höher waren. Also da kam der Rückzug erst später. Manche meiner Generation beginnen halt direkt mit dem Rückzug. Das finde ich schon eine Veränderung. Wertes Publikum, die Sonne geht schon langsam hinter unserem Jägerstand wieder unter und ich hatte ja versprochen, dass wir gemeinsam diskutieren, nachdem wir hier jetzt ein kleines Warm-up oben gemacht haben. Insofern sind Sie jetzt herzlich eingeladen, fassen Sie sich vielleicht etwas pointiert und kurz, damit möglichst viele die Möglichkeit haben und ich weiß gar nicht, wer jetzt das Mikrofon hier, bitteschön. Dann fangen wir hier vorne an. Frau Friedrich, Gunnar Demuth, ich habe mal Landwirtschaft studiert. Und als ich das studierte, Ökolandbau, hatte ich die Hoffnung, Aldi würde irgendwann mal Öko-Kartoffeln verkaufen. Hat kein Mensch dran zu träumen gewagt, dass das Realität wird. Heute ist Aldi der größte Öko-Kartoffelanbieter. Aber ich will den Aspekt Ernährung nochmal hervorheben. Also, dass Ernährung ist was Privates, aber es ist andererseits auch was ganz Öffentliches. Und wenn Leute zu Zehntausenden auf diese Wir-haben-es-satt-Demo laufen und sich da artikulieren, dann finde ich, ist das schon politisch durchaus auch brisant, was über den Bioladen und das eigene Wohlfühlen hinausgeht. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, nach wie vor ist Urbanisierung das Thema. Die ländlichen Räume in Deutschland werden menschenärmer. Die Städte werden größer. Deswegen behaupte ich, dass Ihr Trend, den Sie beschrieben haben, zwar nicht unwichtig ist und auch nicht zu vernachlässigen ist, aber insgesamt keine allzu große Rolle spielt. Ich glaube, die viel größere Rolle ist die Wahlmüdigkeit, dass wir 50% Menschen haben, die sich aus dem Wahlprozess ausgeklinkt haben. Ja, also ich glaube, Landlust ist ja hier was metaphorisch Gemeintes. Ich glaube, damit ist zumindest jetzt bei meiner Recherche nicht gemeint, dass die Menschen alle physisch in die Provinz ziehen, sondern es ist halt das, was mit dem Landleben verbunden wird, dass das halt sehr hoch gehalten wird, das Selbstgemachte, das gute Behandeln von Tieren, das Töpfern, das Craft-Bier, das sind ja alles Dinge, die sehr großstädtische Trends sind, quasi so eine Art Kopie des Landlebens, wie man sich so vorstellt und was man daran gut findet. Also ich gebe Ihnen absolut recht, dass es natürlich eben nicht den Trend gibt, dass die Menschen aus den Städten weggehen und in den ländlichen Raum ziehen, sondern eher quasi mental. Also so würde ich es jetzt mal beschreiben wollen.
mit der Ernährung, auch da haben Sie natürlich recht. Trotzdem ist es, finde ich, auch ein zweischneidiges Thema, weil viele eben, das habe ich ja schon gesagt, und das ist was, was ich in meinem Umfeld sehr stark beobachte, dieses Ernährungsthema zum absoluten Fetisch erhoben haben und es ist das einzige politische Thema ist, was sie interessiert. Und da hat die Elisabeth Rather, die ich ja gerade schon zitiert habe, in ihrem Text in der Zeit Das Ende der Verwöhntheit, wie ich finde, sehr klug geschlossen, dass sie gesagt hat, unsere Welt steht auch vor Fragen, die man nicht mit der Antwort, ist es besser, Weidemilch zu kaufen, beantworten kann. Also selbst wenn wir uns alle korrekt ernähren, was wichtig ist, was ein Punkt ist, der absolut relevant ist, haben wir die Probleme dieser Welt nicht gelöst. Es gibt Probleme, die es trotzdem gibt, auch wenn wir alle auf unsere Ernährung achten. Und da erlebe ich eben bei vielen, dass sie sagen, jetzt ernähre ich mich vegan und damit bin ich ein perfekter politischer Mensch und muss mich sonst für die Gemeinschaft, Gesellschaft nicht mehr interessieren. Das ist was ich einfach beschreiben will, ohne jetzt zu sagen, Mensch, das ist ganz falsch, sondern ich finde es einfach erstmal interessant. Vielen Dank. Rudolf. Ja, Rudolf Späth. Mich interessiert die politische Dimension dessen, was Sie vorgetragen haben. Und mich erinnert das an Guido Westerwelle, spätrömische Dekadenz, um es mal ein bisschen provokativ zu formulieren. Und Sie haben was gemein mit Guido Westerwelle und das meine ich nicht jetzt abwerten, sondern die Gemeinsamkeit liegt in der Beschreibung der Historiker, der europäischen Historiker im 19. Jahrhundert, des Niedergangs des Römischen Reiches und die Sprachfiguren, die Sie benutzen, stammen daher, nämlich Rückzug aus dem öffentlichen Raum, Rückzug aus der Politik, egal ob man es in der Stadt, sozusagen im Römischen Reich war der Rückzug aufs Land, sozusagen die Historiker haben argumentiert, das Römische Reich ist deshalb untergegangen, weil die Leute aus den Städten aufs Land gezogen sind, weil sie sich nicht mehr für die Politik interessiert haben, weil sie sozusagen unpolitisch geworden sind. Und Westerwelle hat es nochmal zugespitzt in Richtung sozusagen polemisch mit spätrömischer Dekadenz, sozusagen nochmal auf die Diagnose der Jetztzeit. Aber meine Frage ist, ja, im Grunde genommen, müssten Sie eigentlich Westerwelle recht geben oder beziehungsweise die in den sprachlichen Figuren sozusagen transportieren Sie einen Verlust des Republikanischen. Also diese Historiker haben ja sozusagen schon einen politischen Kern getroffen, wo es um den Verlust des republikanischen Politikmodells gegangen ist. Und im Prinzip, ja, da hätte ich gerne noch mal mehr Antworten drauf. Ja, ich werde mir alle Mühe geben. Also, wenn ich es richtig erinnere, bezog sich Guido Westerwelle mit der Sprachformel spätrömische Dekadenz auf Hartz IV-Empfänger. Ich glaube, das ist jetzt nicht die Schnittmenge mit meiner Figur. Aber womit Sie sicher recht haben, ist, dass ich glaube, dass man eine Veränderung von Bürgertum beschreiben kann. Dass ich glaube, dass das Bürgertum, was wir jetzt erleben, tatsächlich ein zu viel an Individualismus, ein zu viel an aufs Ich achten, an Hypersensibilität auf das eigene Ich und an das Konzentriertsein auf das eigene Ich und ein zu wenig Gefühl dafür hat, dass es eben auch die größere Gemeinschaft gibt, die darüber hinausragen muss und die halt ihre Institutionen und Verbände braucht, die das alles organisieren. Ich weiß nicht, ob ich Ihre Frage richtig verstanden habe, aber das ist was, was ich tatsächlich beklagenswert finde. Ob ich mich da an historischen Sprachbildern orientiere, das weiß ich nicht. Zumindest hatte ich sie nicht im Hinterkopf, als ich das geschrieben habe, sondern ja, es war einfach für mich die passende Sprache für die Beobachtungen, die ich da gemacht habe. Und ich meine, Rudolf, was glaube ich auch noch ein wichtiger Punkt ist, diese Figur vom Auszug oder Rückzug aus der Moderne hat natürlich gerade in der deutschen Geschichte, wenn man oder in der deutschen Ideengeschichte noch einen ganz anderen Resonanzboden, Technikkritik von Heidegger,
wenn man Exodus, der Begriff des Exodus bei Hans Jonas und so weiter. Ne? Also insofern ist es tief eingelassen, eben auch in diese hypersensitive ökologische, in dieses hypersensitive ökologische Gedankentum. Anne. Also, ja. Entschuldigung, das Mikro ist schon da drüben. Kein Problem, ja. Hartwig Schulte-Lob. Ich würde ganz gerne nochmal auf den Punkt kommen, den Peter Sieler einfach vorhin mal erwähnt hat, nämlich die Tatsache, dass es solche Bewegungen ja immer gegeben hat in der Geschichte, mal größer, mal kleiner, dass es so ein bisschen herumgewabert ist und dass wir heute in einer Konsumrauschgesellschaft möglicherweise andere Ausformungen halt dessen haben, was wir im Grunde schon kennen. Wir können ja auch mal fragen, wie sehen da eigentlich die Fakten aus? Das würde mich tatsächlich mal interessieren als Frage, denn das muss sich ja irgendwo auch in Fakten niederschlagen, was passiert. Ich meine, Fakt ist beispielsweise, dass 150.000 Leute zur TTIP-Demonstration hier in Berlin gekommen sind und ich glaube, das waren sehr, sehr viele auch sehr junge Leute, die da gewesen sind. Ich habe kürzlich in Publik gelesen, halt der Zeitung von Verdi, dass die betriebliche Jugendarbeit halt im Moment wieder besonders interessiert wird in den Betrieben, dass die Gewerkschaftsmitgliedszahlen steigen und so weiter und so weiter und so weiter. Das heißt, sich offensichtlich auf dieser Ebene halt durchaus was Positives entwickelt. Und es würde mich auch interessieren, inwieweit es dann wirklich sichtbar in den Zahlen der Jugendorganisationen ist. Also ist es so, dass die Zahlen, die Jugendmitgliedszahlen der grünen Jugend sinken, die SPD-Zahlen sich verändern? Also ist auf den Organisationsebenen tatsächlich faktisch ein Rückgang des Politischen sichtbar? Ja, ist es. Also die Zahlen der Jugendorganisationen, der Parteien, aber eben auch der Verbände gehen zurück. Auch der auch die NGOs sagen, dass sie Probleme haben, Leute zu finden, die sich wirklich langfristig binden. Sie haben keine Probleme, Leute zu finden, die sich projektweise binden. Und ich auch von den NGOs wie Campact oder so gehört habe, wo ich mich recht gut auskenne, ist, dass sie gesagt haben, dass es schon Schwierigkeiten gibt, Menschen für Probleme, für Fragen zu begeistern, wo es keinerlei Link zum persönlichen Leben gibt, zum persönlichen Betroffenheit, zu Fragen eben des eigenen Nahfeldes. Das heißt, sie können natürlich sagen, TTIP hat geklappt und natürlich ist es ein großer Erfolg, dass da so viele Menschen demonstrieren waren, aber die NGOs haben auch versucht, eine große Kampagne unter dem Stichwort Wort umverteilen etc. zu führen und da sind die Zahlen der Demonstrationen wirklich, wirklich mau gewesen und auch wenn man sich anschaut, was die Teilnahme an Demonstrationen angeht, ist es tatsächlich rückläufig, auch sogar was die Frage, wie oft gebe ich tatsächlich was, wie oft spende ich was, wie oft habe ich mich auch an Unterschriftenaktionen beteiligt. Da gab es jetzt nochmal eine Studie der bis 30-Jährigen. Also da lässt sich eben schon alles was sehen, bis hin eben zum, wie ich finde, wichtigsten Punkt der Wahlbeteiligung. Auch da wissen wir ja, dass das bei jüngeren Wählern rückläufig ist. Es mag sich wieder drehen und was Sie jetzt von den Gewerkschaften erzählen, das mag ja jetzt wieder ein Gegenpol zu sein, aber ich finde für die Diagnose gibt es schon sehr viele sehr handfeste eben Gründe. Also das als letztes, es wird ja auch immer abgefragt, wie sehr interessieren sich für Politik, auch das ist eben rückläufig, das Engagement in Hochschulorganisationen ist rückläufig. Also es gibt sehr viel, was eben rückläufig ist und da ist eben vor allem das betroffen, was wirklich ein dauerhaftes, festes Mitmachen bei einer Sache betrifft. Nicht was Punktuelles. Ich glaube, da finden Sie viele, weil sich ja eben viele interessieren. Aber Sie sehen es oftmals nicht als möglich, mit dem eigenen Leben auf Dauer übereinzubringen. Anne. Ja, danke, Anne Ulrich. Ich finde bei der Thematik Essen, da ist das ja offensichtlich, dass man jedes Thema so aufgreifen kann, dass es entpolitisiert und dass es politisiert. Also eine der erfolgreichsten Publikationen der Böll-Stiftung in den letzten Monaten war ja der Fleischatlas, in dem übrigens keine Tiere vorkommen, sondern es geht darum, was Tierhaltung global anrichtet. Das war sehr interessant, weil das auch von Schulen massenweise abgefragt wurde und so weiter.
Und ich finde es wirklich auch gruselig, da haben die Grünen auch eine große Verantwortung darin, wie über gesundes Essen geredet wird. Das ist, glaube ich, ein großes Thema. Wenn es darum geht, ob meine Tomate gesund ist, ist es eine andere Frage, als wenn ich darüber rede, ob die Blume, die ich in der Blumenvase stehen habe, dafür sorgt, dass es kein Trinkwasser in Zentralafrika gibt oder so. Ja? Also diese Zusammenhänge muss man herstellen. Und ich glaube, da gibt es interessanterweise auch Leute, die diese Zusammenhänge sehen wollen. Die Jugendstudie, die letzte, hat gesagt, dort, wo Jugendliche gebildet sind, wo, also ja, der Zusammenhang zwischen Bildungsniveau und dem Durchblick ist offensichtlich hoch. Und so. Was ich, worauf ich hinweisen wollte, ist, vieles von dem, was Sie aufgezählt haben, scheint mir von unterschiedlicher Art zu sein an Beobachtungen. Also manches ist zum Beispiel so, dass ich selber denke, Hallo-Ballo, ganz schön legitim. Also ich meine, ich habe zwei dreiviertels große Kinder und was denen jeden Tag zugemutet wird an Zeug, was die in den Kopf kriegen. Und ich meine, ich selber kann mich manchmal kaum dagegen schützen. Wir beschäftigen uns mit Twitter zum Beispiel. Das ist für mich so ein Phänomen, wo ich denke, ich schaffe das nicht. Ich schaffe das nicht. Also ich kann mit dem Ding schon gar nicht umgehen, weil ich so viele Zeitungen gar nicht zu lesen schaffen würde. Also man wird zugeschmissen mit Informationen. Das ist eine neue Generation von Informationen, die über uns kommt. Und ich habe es gerade Peter Siller schon erzählt, mir hat gerade eine dänische Freundin erzählt, die Zeitungen in Dänemark, dem glücklichsten Land der Europäischen Union sozusagen, unterscheiden sich von den deutschen Zeitungen unter anderem dadurch, dass da immer auch positive Meldungen drin sind, bei uns nie. So, das war einfach nur so eine Beobachtung. Und ich finde auch diese Sport, diese Einschätzung, dass ich die großen Räder nicht drehen kann und deshalb vielleicht nach was suche, was ich gestalten kann, finde ich eigentlich legitim. Ich wollte noch einen Satz dazu sagen, weil ich glaube, also auf dieser Seite von wie optimiere ich mich individuell, das hat, glaube ich, jetzt will ich nochmal provozieren, das hat auf der politischen Seite eine Entsprechung. Was, liebe Leute, was hat die Politik nicht an Waffen aus der Hand gelegt in der neoliberalen Phase gewissermaßen und hat gewissermaßen das Geschäft ökonomischen Interessen überlassen und so fort? Und wie lange wurde uns nicht gepredigt, dass Demokratie schon funktioniert, auch wenn die Leute sich nicht beteiligen? Ja? Also Demokratie funktioniert, war die Ansage von vielen, vielen wichtigen Institutionen und ob ihr euch da einmischt oder nicht, besser bleibt ihr zu Hause. So war doch die Botschaft der Politik und man hat der Demoskopie mehr zugetraut als der, was weiß ich, dem Bürgerdialog oder der so. Und von daher denke ich, dass die Politik dazu beigetragen hat, da die Entfremdung zwischen Institutionen und den Leuten hoch werden zu lassen. Und wir sind jetzt an dem Punkt, wo uns das richtig auf die Füße fällt, von beiden Seiten, glaube ich. Ja, also ich habe ja schon gesagt, ich finde es legitim und auch verständlich. Die Frage ist halt, ob es auf Dauer der Weg ist, der halt trägt. Und ich habe ja von den Beispielen erzählt, die sagen, das Arbeitsleben setzt mir so zu, da brauche ich am Ende des Tages mein Strickprojekt, das ich überschauen kann, das ich überblicken kann. Die Frage ist halt, ja, warum sucht man diese Lösung und warum sagt man nicht, werde ich nicht die Arbeitswelt vielleicht eher verändern, wenn ich mich mit anderen zusammenschließe und sage, das, was ihr uns zumutet, das geht so nicht. Wir müssen eben aus diesem Individualismus rauskommen und ich glaube, bestimmte Probleme kann man eben nicht im eigenen Nahbereich lösen, sondern da braucht es den größeren Zusammenschluss. Das ist halt im Prinzip für mich der Kern, dass ich glaube, also dass diese Wege alle wahnsinnig nachvollziehbar und verständlich sind. Was mich stört, das ist ja auch im Text durchgekommen ist, so dieses der Welt vorwerfen, dass sie so ist und dieses, oh Mann, belästige mich nicht, Welt, mit deiner Komplexität und geh mir nicht auf den Keks. Das finde ich tatsächlich ist gerade im Moment eine sehr wohlstandsverwöhnte Position und auch einige der Auswüchse des ums eigene Ich-Kreisens und dieses ständige, oh, mich ermüdet das und ja, oh, Twitter setzt uns so zu und so, ist auch was, wo ich denke, oh Mann, das ist eine Position, die muss man sich auch irgendwie erlauben können. Gleichzeitig finde ich es aber, also wäre mir wichtig, eben diesen Appell zu setzen, dass es größere Gemeinschaften, größere Verbünde geben wird und dass vielleicht meine Generation
Situation nach den passenden suchen muss und sich da eben neue Wege überlegen muss, wie man neben dem ich ändere mein eigenes Umfeld eben auch wieder sich den größeren Fragen zuwendet, weil es eben nötig ist, auch wenn es nervt und nichts zu bringen scheint. Gibt es weitere? Ich würde ganz gern was dazu sagen, was Sie vorhin gesagt haben zu den Beschäftigungsverhältnissen bei NGOs, ja, dass die Leute nur noch für Projekte da sind und dann, werden ja auch nur noch für Projekte angestellt. Also es gibt ja gar keine längerfristige Bindung mehr und es ist ja zum Teil gar nicht möglich, weil eben nur noch in Projekten gedacht wird oder in kürzeren Abständen. Also die Arbeitsverhältnisse werden einfach unsicherer. Und vielleicht ist man nur noch für ein Projekt da und muss sich dann schon ein anderes Projekt suchen. Das kann ein ganz anderes Thema sein. Also kann man sich auch vielleicht langfristig gar nicht für ein Thema engagieren. Und bei der Themenvielfalt ist das ja auch schwierig, bestimmte Themen auszusuchen oder so. Ja? Ja, da haben Sie recht. Also bestreite ich nicht. Trotzdem glaube ich, dass wir jetzt hier noch sagen können, da muss sich was ändern. Also wir müssen das auch nicht immer mitmachen und das alles immer akzeptieren, sondern wir können eben auch nach Wegen suchen, uns zusammenzutun und sagen, ja, das ist das, was wir beklagen, aber wir reagieren damit eben nicht darauf, dass wir uns diese Inseln suchen, auf denen wir uns trotzdem noch sicher und wohlbehütet fühlen, sondern wir gehen da erst recht rein in diese dreckige Welt und sagen halt, jawohl, noch können wir da ganz viel tun und können da ganz viel bewegen. Bitte schön, ja. Mal sehen, ob ich das irgendwie jetzt auf die Reihe kriege, weil ich eines Teils auch, ich kann keine Nachricht mehr sehen, also ich lasse mir es dann immer von meinem Mann erzählen, weil mir, also ich schaffe es, als wenn ich seelisch das nicht schaffe. Und dann versuche ich, bin zwar in so einer Willkommensklasse, also ich tue so im Einzelnen was, aber diese ganze es dreht sich jetzt alles im Moment und ich empfinde eben, dass man von der Politik eigentlich auch keinen richtigen Halt hat. Denn wenn man die Politiker so hört, der eine sagt so, der andere sagt so und morgen sagt der Gleiche dann was anderes. Also ich finde es schon problematisch und arbeite dann eben lieber irgendwie so im Kleinen, statt mich zu vergrößern. Umgekehrt erlebe ich es in der Familie, weil so eine junge Familie, Vater, Mutter, Kind, ackern wie versuchen, irgendwie Familienleben zu machen. Die haben eigentlich ein bisschen Freunde besuchen, die haben gar keine Zeit mehr, irgendwie sich politisch zu engagieren. Ne? Und das würde ich sagen, ist so ein bisschen aus meinem Alltag. Und ich finde aber die Idee, sich zu vernetzen und was Größeres zu machen, optimal. Aber bei der Demo war ich und so Kleinigkeiten. Aber das ist eben eigentlich zu wenig. Aber will ich mich da am großen Rad beteiligen und dann erlebe ich die Leute reden. Also ich finde es toll, was Sie da machen. Also vielen Dank. Und zu dem zweiten Punkt, das ist was mir halt besonders auffällt, weil das ist halt die Lebensphase, in der ich gerade stecke. Viele meiner Freunde sind genau in der Situation, in der ich auch bin. Zwei Eltern, die arbeiten, Kinder, die versorgt werden müssen und Jobs, die halt alles andere als sicher sind. Was machen wir? Wir individualisieren dieses Problem. Das heißt, wir behaken uns gegenseitig. Wer passt auf die Kinder auf? Wer macht wie viel? Wenn ich meine Freunde treffe, da habe ich das Gefühl, Mensch, wir sind alles müde Gestalten, die hier zusammenstehen und alle eben unter dieser Last ächzen, was uns halt wenig in den Sinn kommt und das ist, glaube ich, eben das, worum es bei mir kreist, dass ich meine, wir suchen zu wenig eben nach den Bedingungen, die uns irgendwie dazu bringen und bestimmte Probleme lassen sich nicht individuell lösen. Also wenn wir zu zweit 70 bis 80 Stunden pro Woche arbeiten, um hier in Berlin eine Miete zahlen zu können und um quasi das Leben führen zu können, dann können wir das nicht individuell lösen, sondern dann müssen wir quasi alle, denen es so geht, uns zusammenschließen und sagen, da muss sich was ändern, da müssen sich Strukturen ändern, da müssen sich steuerrechtlich was ändern, verteilungsrechtlich muss sich was ändern. Man kann bestimmte Sachen nicht individuell lösen und das ist, glaube ich, das, woran es aus meiner Sicht krankt, aber das ist ja jetzt, glaube ich, auch deutlich geworden. Gibt es weitere Fragen? Bitte schön. Gerda Münnig, ich bin leider zu spät gekommen und deshalb habe ich nicht alles gehört, was Sie gesagt haben. Ich denke,
und das sage ich auch aus Erfahrung, es kommt erst mal drauf an, wenn die individuelle, ich möchte man jetzt nicht sagen Betroffenheit, also wenn die individuelle Situation so ist, dass man damit total gefordert ist, dann braucht es die Räume, um sich mit anderen zusammenzutun. Und für mich ist es im Moment die Frage, genau so, wie es jetzt in Berlin ist, und ich lebe hier seit 50 Jahren, wo sind die Räume, wo sich Leute zusammentun können? Genau die in diesen anstrengenden Situationen sind und die auch in unterschiedlichen Lebenssituationen sind und die vielleicht ihre Großeltern nicht hier in der Stadt haben und so, solche Sachen. Und ich sage das auf dem Hintergrund, dass ich auf dem Tempelhofer Feld bin, wo wir uns, also die, die in der Stadt Gemeinschaftsgärten machen, zusammengetan haben. Und an diesen Salatbeeten wird sehr viel, da wird sehr viel Politik gemacht und da findet die Landlust in der Stadt statt. Und da findet die gesamte Problematik, die einen ja fast verrückt machen kann, wenn man nur wenn man Fernsehen und Diskussionen in den Medien verfolgt, da findet die an Ort und Stelle statt. Mit Flüchtlingen zusammen, mit jungen Familien zusammen, wo die Kinder laufen lernen und die Eltern sich mal zwischendurch erholen können und wo aber auf dem Feld auch studiert wird. Und wo ich bin ganz anderer Meinung als Sie, die Politik von und ich bin eine alleinerziehende Mutter mit 3 Kindern gewesen, die fängt damit an, dass das gestrickt wird und beim Stricken überhaupt die innere Gelöstheit entsteht, dass man mit anderen darüber reden kann, was eigentlich im Argen ist. Und dann ist die Kraft auch da, dass man sagt, wer kann jetzt an Ort und Stelle was und wie machen. Und warum ich mich hier nochmal gemeldet habe, diese Freiräume in der Stadt, wo das möglich ist, sich zu treffen, das ist eigentlich das, was uns im Moment am meisten bedroht. Ja, also ich glaube, das wiederholt sich jetzt auch ein bisschen, wenn das so klappt, wie Sie gesagt haben, wenn man strickt und es löst sich und dann hat man die Energie und man geht raus, dann ist ja alles gut. Ich frage mich halt nur, ob das wirklich passiert und habe da vielleicht einfach mehr Skepsis, dass manche dann eben sagen, das Stricken reicht und dabei bleibe ich jetzt und ich stricke halt quasi den Rahmen um mich herum eher enger, als dass ich ihn weite. Das ist, glaube ich, letzten Endes eine Sache, die muss man abwarten. Also eigentlich ein Petit fürs gemeinsame Stricken. Ne, so wie bei den grünen Parteilhang, wo das angeblich früher war. Was mich nochmal interessieren würde, um jetzt vielleicht auch langsam die Kurve zum gemeinsamen, nicht zum gemeinsamen Stricken, aber vielleicht zu einem gemeinsamen Getränk zu nehmen. Gibt es eigentlich was zu trinken, Anne? Und es gibt unten die Möglichkeit zu einem gemeinsamen Getränk gleich, das finde ich sehr gut. Was mir noch mal in den Sinn kam, ist, irgendwie ist ja diese Frage des öffentlichen Raums eine wichtige. Also die Scholle wollen wir nicht, wir wollen eigentlich den öffentlichen Raum. Wir wollen den Ort, wo man sozusagen das größere Rad gemeinsam drehen kann. Ein wichtiger öffentlicher Raum traditionell sind ja die Medien. Und deswegen würde ich Sie als Journalistin da eigentlich gerne nochmal eine Rückfrage stellen in zweifacher Hinsicht. Erstens, bei allem Flow und Landlust in Ehren, ich meine, die richtig, richtig fetten Auflagen mit diesem ganzen Healthcare, gut, viel gutes Leben-Themen machen ja wahrscheinlich am Ende solche Zeitungen wie Die Zeit, Der Spiegel oder Der Fokus mit dem Gesundheitscheck und gesunde 10 Lektionen für gesunde Ernährung und so weiter. Also insofern wäre jetzt schon nochmal die Frage, inwieweit auch sozusagen diese, sagen wir mal, so eine linksliberale Agenda jenseits von Lebenslust und Flow auch sozusagen Teil ihrer Diagnose wäre. Und ein anderer Aspekt, der mir auch nochmal auffiel, ist es tatsächlich Realitätsverweigerung, wenn man sagt, ich will bestimmte, auch öffentlich-rechtliche Formate eigentlich, die helfen mir nicht mehr weiter. Zum Beispiel dieser hohldrehende Talkshow-Betrieb und sich politisch radikalisieren heißt, den neuen Roman von Dietmar Dahr zu lesen, anstatt
die 100. Runde Plasberg mit dem Faktencheck. Wie sehen Sie das? Wie sehe ich das? Also zum einen kommen weder Fokus noch Spiegel noch die Zeit leider an die Auflage der Landlos dran. Aber natürlich sind das ja, also spiegeln sich diese Trends, die gehen ja dann in den ursprünglich politischen Journalismus natürlich hinein. Und was man schon beobachten kann bei diesen Zeitungen ist, dass auch da dieses bürgerliche Wir kreiert wird, das angesprochen wird mit seinen Themen, mit seinen Bedürfnissen und sicherlich übermäßig. Also das, was dieses bürgerlich zurückgezogene Milieu interessiert, seien es eben die Fragen der Ernährung, seien es die Fragen irgendwie von Yoga über Mindfulness, über eben diesen Rückzug, ist was natürlich auch übermäßig in Zeitungen wie der Zeit und so stattfindet. Also es schließt sich natürlich wieder, und wir machen, das finde ich was bei Journalisten sehr kritikwürdig ist, schon sehr viel für dieses Milieu, was unser Milieu ist, was das ist, aus dem wir auch vielfach, viel zu oft auch selber kommen. Das schon, trotzdem, auch das aus Sicht der Journalisten, verzweifelt man natürlich schon, wenn man sieht, wenn das Publikum befragt wird, was wollen sie gerne sehen, dann sagen die ja hintergründige Reportagen über Probleme in anderen Ländern. Und ich mach Fernsehen, ich mache diese hintergründigen Reportagen, nicht nur ich, aber auch viele andere. Und wenn sie sich dann die Einschaltquoten anschauen, ist es eben genau das, was die Leute nicht sehen, nicht einschalten, nicht konsumieren. Also wenn ihnen das so wichtig ist, dass das jenseits dieses Flow und Feel-Good-Kosmos Medien stattfinden, dann erstmal der Appell, schauen Sie das ganz viel an, dann wird es auch gemacht. Wir sind da, liefern das, was das Publikum anschaut. Das ist halt quasi unser Schicksal in dem Punkt. Ist es radikal, nicht Talkshows zu gucken, ob jemand Talkshows schaut oder nicht, ist mir völlig egal. Ich finde aber schon, dass jeder Bürger die Pflicht hat, sich zu informieren auf die Art, die er für richtig hält, und eine Nachrichtenverweigerung oder einen ich will mir das alles nicht mehr angucken, halte ich für dann doch sehr problematisch, weil ich glaube, das ist eben unsere Aufgabe als mündige Bürger, uns mit der Welt auseinanderzusetzen, zu versuchen, die Welt, soweit es uns möglich ist, zu verstehen, um eben dann agieren zu können. Und dieser Rückzug von Menschen von diesem Nachrichtenthema in ihre eigenen Blasen, also ich habe jetzt halt eine bestimmte Blase beschrieben, aber wir haben ja auch nun wirklich komplett andere Blasen von Menschen, die sich eben nur noch aus bestimmten Blogs informieren und sich da ihr Weltbild zusammenzimmern. Also das ist was, was mir jetzt nicht nur als Journalistin, sondern generell Sorgen macht, und wo ich auch, also man kann jetzt nicht sagen, das geht nicht, aber wo ich schon sage, Mensch, als jemand, der hier in einem demokratischen Land lebt, ist es schwierig zu sagen, ich verweigere mich Nachrichten, damit will ich nichts zu tun haben, das ist mir nichts. Also finde ich schwierig. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir bewegen uns rasant auf den Ende des offiziellen Teils des Abends zu, und ich will auf keinen Fall enden, ohne Ihnen nochmal herzlich zu danken für die Aufmerksamkeit. Ich fand es einen ausgesprochen interessanten und auch relevanten Abend, und wir sehen uns nach Möglichkeit wieder zur nächsten Ausgabe. Dann sind wir schon beim Buchstaben M, und es passt sogar ein bisschen, weil Micha Brumlik, der von uns sehr geschätzte, uns eine Zeitdiagnose präsentieren wird zu der Frage, wie eigentlich die neue Rechte tickt und wie sie auch in ihren theoretischen Grundlagen sich versteht. Für heute Abend bleibt mir nur ganz herzlich, mich bei Julia Friedrichs zu bedanken. Wir haben es sehr genossen. Danke, dass Sie da waren. Und nehmen Sie sich eine Zeitschrift mit. Ich bewahre die jetzt seit über einem Jahr auf. Ich will die loswerden. Sie sind herzlich eingeladen noch auf ein Getränk unten und können dann das Gespräch fortsetzen. Vielen Dank.